So, Dala. Wir sind jetzt in Kassel und fahren eine Lokomotive holen, die nach Nizza soll. Der bislang schwerste Schwertransport, wo man fahren kann. Grünes Ämpelchen finde ich gut. Oh, sagte ich was? Ihr habt nichts gesehen. Da steht sie ja schon, die Diesellok. Hängt. Und los geht's. 20 Stunden 1258 Kilometer. Wenn ich es richtig sehe. Und ein rotes Ämpelchen. Na, was das wieder Laune macht. Eine Werkstatt. Da sollten wir eigentlich auch hin. Und geschwind den LKW auf Vordermann bringen lassen. Fahren wir geschwind hinüber. Schauen wir mal, wie das von oben aussieht. Gar nicht ganz schlecht. Okay, grün ist. Grüner wird es nicht mehr. Fahren wir schön die Maschine richten. Und dann geht's los. Ist ja überschaubar. Ach, ein Kollege hat sich auch eingenistet hier.
Ein Konvoichen, ha? Huh? So, stellen wir den Tempomat auf 85. Ist zwar bei dem Gewicht etwas gewagt, aber no risk, no fun. So, 12. Rang, das ist gut. So will ich das haben. Kollege von vorne. Oh, noch einer. Das reißt ja gar nicht ab. Kannst rein.
So, schauen wir mal nach außen. Upsasa. Das ist ein fettes Ding, das sehe ich hier gleich mit der LKW-Nummer. Das müssen wir ein bisschen ändern. Wow. So. Also von außen kann ich es leider nicht so gut mit dem Lenken. Oh oh. Wir müssen schnell wieder nach innen. So, Retarder. Verschleißfreie Bremse. Oh, da ist einer beim Blümchen pflücken oder Pilze suchen. Vielleicht hat er ein paar Champions gesehen. Oh, wieder weg, schade. Ja, wieder mal mit Need for Speed verwechselt. Ein Bagger, du Trolls umschichten. Okay. Ich weiß nicht warum. Wenn sie rasen wollen, was tun sie dann in diesem Spiel hier? Warum zum Geier spielen sie dann kein Rennspiel? Das geht mir nicht unter. Gut, ich fahre auch manchmal zu schnell. Kurzfristig, wenn es einen Berg runtergeht oder wenn ich mal eine Beschränkung übersehen habe. Und es blitzt auch manchmal bei mir. Aber sowas wie der gerade eben, das kommt äußerst selten vor. Das war, glaube ich, einmal, als ich die Aufgabe mit den Tankstellen erfüllen musste. Und die letzte hat mir noch gefehlt in Monte Pilar. Und da hatte ich 5 Stunden. Ich glaube, von Kassel aus war es auch nach Monte Pilar runter zum Laden. Da bin ich auch mal schnell gefahren. Aber sonst kommt es eigentlich bei mir nicht vor.
Oh, der Kollege. Handy. Schätze ich mal. Schaut euch mal die Grafik an, die Landschaft. Also wirklich schön gemacht. Fast wie in echt. Zu kurz, Leute. Ich hatte euch gerade noch mal den LKW von der Seite gezeigt, aber das geht einfach nicht. So gut bin ich nicht. Da muss es lange und gerade sein. Oha. Was ist hier los? Also, ich habe ja viel Verständnis für Parkplätze, aber das war schon der ungewöhnlichste, wo ich bis jetzt gesehen habe. Hängt sie ganz schön hin. Die Lok mit, glaub 55 Tonnen oder was sie hat. Ich weiß es gleich gar nicht. Ups, 61 Tonnen. Hängt sich ganz schön nah. Trotz den 750 PS, wo der Volvo hat. Und dann kommt ja auch noch der Auflieger dazu. Und die Maschine wiegt ja auch was. Ups, da kommt einer. So, nicht auf dem Strich fahren und gehen schon gleich gar nicht. Der Kollege von hinten hin.
keine Chance. Und hier auf der Landstraße ist ja sowieso, sollte man sich wenigstens ungefähr an die 60 halten. Gib Grün, Mann. Ewig nochmal. Ich lege immer was drunter. Ui, Straßburg, Frankreich. Da sind wir schon. Das ging ja hurtig. Ha? Mhm.
das war mal eine Kreuzung, ne? Mal sehen, wenn noch Zeit ist. Weil ich aber schon den Griff oben verstellen kann, gell? Ja. Sag mal, wo sind wir denn hier? Das ist mir jetzt wurscht. Wir haben das auch für heute ausgemacht und hast geändert. Jetzt gehen wir morgen. Dann ist halt mit Kochen nichts mehr. Na, ihr entschuldigt. Na toll. Wieder mal eine übersehen. Naja. Es trifft ja keinen Armen.
So, vor uns Sezabern. Das müsste in der Schweiz sein. Und dann lernen wir uns. Dann geht es so viel, weil ich weiß, über Torino runter nach Nizza. Na toll. Ich hoffe ja, dass es nicht die Passstraße hochgeht. Aber es sieht ganz danach aus. Dann gute Nacht, Freunde. Das kann lustig werden. Diesel müsste noch reichen. Schaut euch mal die schöne Alpenlandschaft an hier. Jetzt wird er dann gleich einen voll vor Schwitzen sehen. Und einen armen Fahrer dazu. Jetzt geht's hoch ins Gebirge. Und das mit 61 Tonnen. Na gut. Gesamt sind es bestimmt 70. Interessant wäre das ja, mal mit einem 320er oder so zu fahren. Diese Strecke. Mit der gleichen Ladung. Würde mich interessieren, ob er es packt. Ich glaube, das mache ich ja auch mal.
Mein zweites Hobby ist ja Quadfahren. Und da waren wir letzten in einem Offroad-Park. Unsere ganze Clique. Und es waren auch noch einige andere Geländewagen da. Vom Suzuki Jimny angefangen, quer durchs Beet zum Hammer rauf. Und da ging es wirklich Steigungen hoch, die kurz vor 45 Grad waren, also kurz vor dem rechten Winkel. Und das ist sogar mit dem Quad noch zu machen. Oh. So, jetzt könnten wir, glaube ich, oben sein. So, jetzt geht es den Pass wieder runter.
Richtung Torino. Fragt mich jetzt, welcher Pass das ist. Ich überlege die ganze Zeit schon. Wenn es jemand weiß, kann er das ja in die Kommentare schreiben. Nee. Mm-mm. Entschuldigung. Ja, Marie. Meine Frau hier entschuldigt, da muss ich natürlich auch mal Antwort geben. Oha. Hochgeschwindigkeitsschwertransport. Das, wenn mal gut geht. Aber bremsen will ich jetzt auch nicht.
Nee. Was?
Was hat denn das mit dem Wetter zu tun? Also gut. Oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Das müsst ihr euch mal geben, die Straßenführung hier. Das ist fast so gut wie bei Bergen oben. Schaut euch mal die Karte an. So, wir werden es bald haben, 136 Kilometer noch. Ich hoffe, wir bringen ihn noch, den Zug noch heil ans Ziel. Brr, Alter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja,
lasst ein Däumchen da und vielleicht ein Abo. Wenn nein, könnt ihr auch gerne Daumen nach unten machen und eben kein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Euer Andi. Auch einmal habe ich mich verfahren irgendwo. Immer noch 1 Stunde 50. Ah, nee. Die zocken schon wieder. Aber man muss sagen, sie haben ja auch enorme Kosten mit ihren Tunnels da unten. Ups, noch ein Stückle. Und Bergstraßen. So, Diesel reicht auch noch. Auf mit dir. Nein, nein, ihr habt nichts gehört. So, wieder in Frankreich und es geht nach Nizza runter. So, Utele, hier brauchen wir zum Glück nicht mehr halten. Da reicht's, wenn man mit 40 durchfährt. Spart sich 2 Liter Diesel beim Beschleunigen.
Hier auf der Karte sehe ich schon unser Ziel. Tut mir leid, dass es nicht besonders spannend war. Es waren recht wenig andere Fahrer mit auf der Strecke. Aber da steckt man eben nicht drin. Ups, eine rote Ampel. Mein Junge, das ist hier nicht Need for Speed. Da kommt vielleicht der Hubbel. Wenn du rasen willst, dann musst du ein Rennspiel spielen, mein Junge. Das muss man halt kennen, Bub. Mein Gutster, wo du noch in die Windeln geschissen hast, da bin ich schon LKW gefahren. Aber richtigen.
Ups. Komm raus. Ich muss dahinter, wo du stehst. Ah.